Ja, sowas von. Also. Käse hatte uns am meisten Geld gebracht. Wir haben auch einen Haufen Käse gebunkert wahrscheinlich wieder. Ja, ich habe heute mal halt ein bisschen was verkauft. So. Prosit. Danke. Stört dich Danke. nicht, wenn ich hin und wieder etwas an der Einrichtung ändere, oder? Ich bin immer noch so glücklich über meinen eigenen Ort, an dem ich arbeiten kann. Du arbeitest nie. Ein Chi haben sie uns abgezogen. Sie haben es tatsächlich am gestrigen Geld bemessen. Ah, sehr gut. Was, wie viel? Eins. Eins. Geil. 270 Belohnungsprogramm für Samen kaufen. Wir könnten wir noch. Nee, war Mittwoch. Wir Wir können haben vor keine uns Samen mitnehmen. 25.000 für Morgen wird es den Saatgut ganzen Tag ausgegeben. knarren, Haben wir wir noch noch so. welches da, ja? Hol das erstmal rein. Ich glaube, wir haben noch welches vom letzten Jahr da. Das haben wir doch. Okay. Felix und ich Right machen machen wir. Arbeitsteilung. Der befüllt die Sachen und ich hole die Sachen ab. Willst du befüllen Nicht oder? kaputt hauen. Du kannst ruhig machen, wenn du Bock drauf hast. Dann hole ich die Kann man Eier. damit. Kann man mit der Edelwicke noch irgendwas machen? Sinnvoll? Mit Mit der der was? Edelwicke? Mit der Blume, die man hier sammeln kann. Essen. Ja. So, wir hatten hier Saatgut. Wo die Lumi. Dass du halt gerade Auberginensaat oben drüber hängen musst, ist eher ernsthaft. Maschinen. So. Frühling, Frühling, Eigentlich wäre das Frühling, Einkommen noch höher Frühling, gewesen, weil ich habe das Frühling, Markte und so Frühling. gesammelt, aber ich habe Das keine Zeit mehr geht. dafür gehabt. Frühling, Frühling, Sommer. Hätten wir eigentlich mal richtig auf dem Herbst. Hof zusammen draußen schlafen können, Lumi. Wollen wir uralte Samen anpflanzen eigentlich? Ja. Kannst du machen. Pflanz. Pflanz, Benny, Ich wollte Pflanz. wissen, ob die irgendwas bringen, dass wir die für irgendwas brauchen. Nö. Nö, haben wir noch Saatgut jetzt? Ja. Sonnenblumen tonnenweise. Wir haben ja Ja, so Sonnenblumen. Ich einiges. brauche welche für Heli. Ich muss Heli irgendwie mal Sonnenblumen habe ich beglücken. tatsächlich schon angepflanzt, weil ich wusste, dass du die für Heli brauchst. Wir können noch War mehr ich schon anpflanzen. so Ich baue hier mal frei. noch ein bisschen. Amethysten brauchen wir ja keine mehr holen. Benny hat ja schon seine Traumfrau bei sich wohnen. Die würde trotzdem gerne noch Amethysten haben. Ja. Der Ben ist ja so ein richtiger Gentleman? Gentleman, ne? Ja. Er Ja. schenkt seiner Frau auch noch Sachen, obwohl er schon seit 30 Jahren mit ihr verheiratet ist und ihre Vor allem, Freundin eigentlich gar die nicht wohnen kennt. zusammen, weißt du, und Abigail tut das dann immer in so einen Schrank mit auf Amethysten. Irgendwann purzeln die halt aus dem Fenster raus, ne? Das sammelt die wieder ein, oder? Die verkauft die dann Läuft. an ihren Vater. Und der verkauft die dann weiter. Genau, Ja, und aber die kriegt. heimlich schenkt Abby einfach ihrem Vater die Amethysten weiter. Genau. Kann sie schon gar nicht mehr sehen, aber sie weiß, dass es dich so freut, wenn es uns freut. Deswegen sagt sie immer Danke, danke und lächelt ganz nett und. Und Felix geht immer in die Mine und kommt dann immer total schwarz und total geschafft aus der Mine raus. Ja, nur um seiner Liebsten Nee, Amethysten zu schenken. nur um Benny Amethysten zu geben, damit er sie Abigail geben kann. Das ist echt traurig. Auch ein Abbild unserer heutigen Qualitätsdünger, Gesellschaft. hier, Fisch. Und die Abby fängt dann an, immer mehr Schmuck zu kaufen und so weiter, weil sie halt nicht mehr glücklich wird. Weil sie so viel Geld hat. Zu viel Geld macht auch nicht glücklich. Ein reiches Bauernmädel. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld, aber zu viel Geld muss auch nicht sein. Ja, ab einer Million brauchst du es nicht mehr, ne, sagst du? Eine Million wäre schon okay, weil dann könnte ich mein ganzes Leben weiter so bestreiten, ohne dass ich arbeiten muss. Eine schöne Million als Puffer, sagst du? Ja, bitte lang. Wäre in Ordnung. Würdest du eine Nee zu sagen? Die Frage ist, würdest du dein Leben wirklich so weiter bestreiten dann? Oder würdest du trotzdem arbeiten? Das ist jetzt die Charakterfrage. Was ist denn Charakterfrage? Ja, ob man halt dann trotzdem damit glücklich ist oder ob man dann lieber doch arbeiten will. Nö, tatsächlich, wenn ich jetzt. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem noch den Magister fertig machen wollen. Und dann würde ich vermutlich erstmal reisen gehen. Ich wäre dann erstmal weg hier. Das können wir nicht machen. Lumi darf kein Geld kriegen, dann können wir kein Stardew Valley mehr spielen. Genau. Mir ist nämlich tatsächlich eigentlich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und trotzdem noch einen Nebenjob hatte, war ich 2, 3 Mal im Jahr im Urlaub. Das fällt jetzt halt Aber du kannst finanziell dir echt weg. natürlich einfach, wenn du so viel Geld hast, einen Gaming-Laptop holen. Oh ja, nachdem mir Und mein letzter Donnerstag. geklaut worden ist.
Und Donnerstag kannst du dann einfach vorbeikommen und mitzocken. Ja, eben, läuft mit doch. Mit mobilem Internet? Nein. Naja, ey, hast du genug Geld? Das kannst du dicker leisten. Das Problem ist nicht, dass es teuer wäre, sondern das Problem ist, dass das scheiße ist. Das mobile Internet. Die müssen irgendwas an den Monstern gemacht haben, die roten Schleime. Ich habe ja dann genug Geld, auch wenn ich darauf keinen Wert lege, aber ich kann ja dann an Donnerstags immer in einem High-Class-Hotel einchecken, wo auch gutes WLAN ist. Nur damit sie mit uns spielen kann, weißt du? Und ja. Dann reicht das Geld plötzlich nicht mehr die Jahre. Ja, also ansonsten reicht es mir ja irgendwie so keine Ahnung, mir reichen so 10-Euro-Spielunken, ne? Das ist mir wurscht. Aber donnerstags gehe ich dann halt eben für 200 Euro die Nacht. Ich dachte, es kommt für 15. Für 15 kriegst du dich automatisch WLAN, aber du kriegst auch in diesen Spielunken WLAN, by the way. Ja, deswegen also. Ja. Überschneiden sich diese Dinger nicht, die du da gesetzt hast? Nee, eigentlich nicht. Okay, sieht so dicht aus. Oh, ich habe keine Energie mehr. Die müssen irgendwas an den Gegnern gemacht haben. Die roten Schleime sind viel aggressiver. Kriegst du nicht mehr so einfach clean. Ja, das ist so, wenn Frauen ihre Tage kriegen, dann werden die viel aggressiver. Oh, das ist so eklig, ey. Hat das dann mit aber nicht zu euch. Oder? Du spielst aber mit. Ich weiß auch nicht ganz warum. Ich frage mich das jede Woche wieder. Ich werde hier beleidigt, dann werden hier Frauen beleidigt. Ich habe dich überhaupt nicht beleidigt. Du hast vorhin gesagt, ich soll den Zauberer nehmen. Ich hab mir das schon gemerkt. Nur weil du gesagt hast, du willst was spielen, was du nicht bist. Richtig, und ich habe vorher vorgelesen, dass der Zauberer für scharfsinnige Intelligenz steht. Hey, kannst du zaubern im echten Leben? Nein, aber ich bin scharfsinnig intelligent. Ja, vielleicht habe ich nicht darauf bezogen, sondern auf das Zaubern? Jetzt werden mir hier wieder Sachen unterstellt und du sagst, du überlegst hier nicht mehr mitzuspielen, ey. I don't trust mir werden hier die Sachen unterstellt und du hast Probleme hier mitzuspielen. Hast du diese Hühnerstatue eigentlich schon abgegeben? Welche Hühnerstatue? Das war jetzt eher an Felix gerichtet. Ich will dich doch nicht immer gleich Hühnerstatue? An. Doch. Welche Hühnerstatue? Ich habe für Felix gefragt. Ich habe die jetzt schon mindestens 15 Mal aufgehoben, aber es steht immer noch da, Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Und eigentlich verschwindet es doch, wenn Gunther dir was darüber erzählt hat. Nee, ich hatte es doch auch bei Sachen, die ich mir abgegeben waren. Oh, ich habe schon wieder eine Sequenz. Oh, mit Alex. Einfach hin. Mit Alex. Ich habe ein paar Artefakte mitgenommen und die Hammerlöscher. Du bist der Einzige hier, der mich versteht. Niemand sonst hat Dinge gesehen, wie wir sie erlebt haben. Hat Dinge Moment gesehen. Wovon redet denn Alex da? Weiß ich nicht. Scheint hat doch noch Lachs, eine, scheint nicht nur Sportler zu sein. Vielleicht hat er auch irgendwie. Oh, jetzt ist er ganz aufgeregt. Umida, hast du das gerade gehört? Hast du es denn gehört? Das ist eine gute Frage, ich kann es jetzt auswählen. Ja, ich habe alles gehört, nicht wirklich, warum. Ja, willst du mit ihm näher verbunden sein oder nicht? Naja, die Frage ist, was taktisch klüger ist. Habe ich ihn jetzt belauscht oder weiß ich von nichts? Weiß nicht, dass er einen Buttplug im Arsch hatte. Boah. Felix, und ich bin der Ekelhafte, ja? Das Thema hier. Zweideutig, eindeutig. Ja. Nee, das war nichts zweideutig, das war nur eindeutig. Eindeutig nicht Thema. Das mögt er doch, diese Abwechslung hier im. Wo war denn die Abwechslung? Jetzt erzählt er mir von seinem Leben, weil ich gesagt habe, ich habe nicht gehört. Nicht zugehört. So. Ich rede normalerweise nicht wirklich darüber, aber wir sind schon eine ganze Weile gute Freunde und ich vertraue dir. Mhm. Hast du dich gewundert, warum ich bei meinen Großeltern wohne? Mein Vater war kein guter Mensch. Er hat alles für mich und meine Mutter ruiniert. Die Hälfte der Zeit war er weg und in der anderen Hälfte hat er nur gesoffen und mir vorgeworfen, wie wertlos ich sei und dass ich nie etwas werden würde. Ich glaube, er hat mir übel genommen, dass ich jung bin, verbittert, weil er seine Jugend verschwendet hat und es im Leben zu nichts gebracht hat. Naja, das ist zumindest meine Interpretation. Er weiß schon, was in seinem Kopf vorging. Eines Tages ist er verschwunden und kurz danach wurde meine Mutter krank und verstarb. Ich hatte keine Wahl, als bei meinen Großeltern einzuziehen. Traurig. Weißt du was? Es ist sinnlos, darüber ständig nachzugrübeln. Ich will kein Mitleid von irgendjemandem. Du musst die positiven Dinge im Leben genießen. Meine Kindheit war nicht toll, aber sie hat mich stark gemacht und ich musste stark sein.
Jetzt zeige ich dir mal, was das hier für ein gegrilltes Steak macht. Oh, wie süß! Ha, schau, wie er zappert. Er mag Steak wohl genauso wie ich. Oh. Wer zappert was? Der Hund. Siehst du, du wolltest keinen Hund haben. Ich will auch keinen Hund, aber der Hund war jetzt echt süß. Boah. Sie hat sich halt geweigert, einen Hund zu nehmen. Ja, weil ich eine Katze wollte. Katzen sind doof, Hunde kann man dressieren. Jeder vernünftige Mensch wird verstehen, dass ich eine Katze wollte und keinen Hund. Hä? Was hat Vernunft mit Katzen zu tun? Katzen sind komplett unvernünftig. Katzen einfach toller sind. Nein, Katzen sind komplett unvernünftig. Katzen sind goldig und nett und... Und rennen weg. Und zicken und hören nicht auf dich. Ja, doch. Wenn wir denn da so ein höriges Wesen haben, das ist doch langweilig. Ich will ein Wesen, das zumindest mit mir was anfangen will und nicht einfach nur sagt, mach mir die Fressen auf und dann hau ab. Und ich will nicht ein Wesen, das die ganze Zeit sagt, oh, oh, ich mach alles, was du willst, weil ich habe gar keinen eigenen Willen, ich bin ja voll dumm. Doch, der will, hat den eigenen Willen, der will dir nämlich helfen. Und Namen der Anunadota, lange nicht gesehen. Ja, und Katzen kann man in der Tat auch trainieren, das stimmt schon. Erzähl mir von deinem Tag, so was Spannendes passiert. Meine Katze habe ich dazu gebracht, dass er apportiert. Ja, also tatsächlich kenne ich auch Katzen, die mit so Klickern Sachen machen. Aber nicht so gut wie Hunde, ja? Nee, die war spitze. Also war besser als einige Hunde, die ich gesehen habe, die war echt wenn gut. Wenn ich den Ascher betätige, weiß meine Katze, dass es reingeht. Ist auch so ein klickerndes Geräusch. Wie geht's dir denn, Aluna? Hast du Weihnachten gut verbracht? Ich gehe noch ein bisschen angeln. Mit denen kann man ja nicht diskutieren. Mehr. Ja, deswegen wollte ich gerade schon kurz im Bett und angel jetzt. Und kuschel ein bisschen. Knete noch mein Öfilein. Hast du unten alles gepflanzt? Mais hat nicht gereicht. Also nicht genug Platz. Ja. Nicht genug Platz für Mais. Ah ja, Chefin ist zufrieden. Schön sieht's aus. Und wir hatten nicht genug Dünger für alles. Das ist okay. War klar. Dabei hatten wir 600 Harz. Wir sind voll die Harzer. Ja, nur du mit deinem komischen Dünger. Hm. Ja, wir müssen halt wieder mehr Bäume fällen. Kontinuierlich. Unten. Hier habe ich ja schon welche. Wo machst du denn die Köder rein? Wie habe ich meine Angel getan? Achso. Ja, das ist eine Option. Oh, hi Kenny. Ich hab's auch überstanden. Ach, der Benny hat sofort heute kleine Amethysten mal an die Abby geschenkt, hä? Ist dir jetzt das aufgefallen? Ja, ne, weil ich jetzt wiedergekommen bin und wieder in reingetan habe. Ja, wenn Amethysten da sind, dann schon. Boah, 2 Monate Nachtschicht, das klingt anstrengend. Also wenn man kein Nachtmensch ist. Ich fänd's geil, glaube ich. Also ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt, dann ist das besser, als wenn man so immer nur eine Woche Nachtschicht hat, tatsächlich. Die Bronze ist nett. Also laut Schlafforschen ist das besser, quasi dauerhaft Nachtschicht zu machen, als immer wieder zu wechseln. Der Punkt ist ja, dass du einen gleichmäßigen Rhythmus haben musst. Habt ihr eigentlich eine Entscheidung getroffen, wofür die Edelwicke gut ist? Nö. Warum? Weil wir immer noch zu viel davon haben. Ich habe da noch mehr darauf getan. Mehr als 6 Stück brauchen wir halt eigentlich nicht, oder? Oder kann man mit der irgendwie, ist sie für die Herstellung, für die Sommersaat gut? Ich glaube, bei Sommersaat kann man sie herstellen, benutzen, ja. So wie alle anderen Sammelpflanzen auch. Da brauchst du immer alle Sammelpflanzen für Sommersaat. Sollen wir mal Sommersaat herstellen? Es ist nicht so, dass wir genug Saatgut hätten, Lumi. Ich habe 20 Mal Mais nicht angepflanzt. Naja, und wir wollen ja von jedem Saatgut 100 haben und Vorrat. Miau. Gut, dass ich jemanden zum Knuddeln habe, der mich versteht, ey. Ich war in deinem TS schon, Kenny. Vorletzte Woche, glaube ich. War keiner da. So. Miep. Nur bei Ben Miep. Und Felix hat sich das schon vor ein paar Miep. Monaten eingespielt, dass wir im Discord beieinander rumrennen. Beieinander rumrennen, ey. Klingt auch irgendwie. Also eigentlich komisch. Immer bei Ben. Wir sind immer bei Ben zu Gast. Oh. Alle wohnen bei mir. 6 Tage Nachtschicht und dann nur einen freien Tag, das klingt jetzt schon recht übel. Okay, 6 Tage hintereinander arbeiten ist ungewöhnlich generell und dann nur einen freien Tag. Meine Freundin. Die Zuschläge, das glaube ich dir. Ich würde lieber nachts arbeiten. Ist es nicht üblich trotzdem, dass man eine 5-Tage-Woche hat? Hm? Ist nicht trotzdem eine 5-Tage-Woche üblich? Üblich, ja. Kommt drauf an, was arbeitest du denn, Aluna? Ich weiß das gar nicht mehr, sorry.
Und deine aber Freundin arbeitet im Einzelhandel, das weiß ich, aber... Was? Arbeitet nicht im Einzelhandel? Nee. Ich dachte, wo arbeiten die denn? Nee. Oh, das ist bitter. Ich weiß nicht, wo seine Freundin arbeitet. Ich denke, ist halt beste Freunde. Deswegen interessiert mich die Freundin ja noch lange nicht. Meine Freundin arbeitet als Zimmermädchen im Hotel, flex Tage die Woche und kriegt keine Zuschläge. Das ist merkwürdig. Du gehst in die Minen. Hey, wenn du etwas Leckeres findest, okay, denk daran, mir etwas davon mitzubringen. Leben vom Land. Tiere im Rampenlicht. Schweine. In diesen Landen sind Schweine dazu trainiert, wertvolle Trüffel zu erschnüffeln. Du musst die Schweinchen rauslassen und geduldig sein. Sie brechen auf, sobald sie bereit sind, um noch mehr Geld einzunehmen, kannst du aus den Trüffeln Öl machen. Moment, wenn wir Schweine kaufen, müssen wir die quasi frei rumlaufen lassen? Die finden ja auch in ihrem Gehege. Die müssen halt draußen sein, ansonsten bringen die uns nichts. Ich habe wieder neutrale Geister. Ich habe mir 3 Schweine in meinem privaten Spiel geholt. Wann kaufen wir denn Schweine? Kannst du ja jetzt machen. Jetzt, wir haben Platz. Schweinchen, ich gehe euch holen. Wenn wir noch nicht haben, kannst du auch Ziegen und oder Schafe kaufen. Ja, ein Schaf und oder Zehe oder. Irgendwas haben wir hier verplempert mit dem. Mit dem. Gießen. Wir haben also auf jeden Fall Schweine, weil die bringen Geld. Schafe, da kriegst du Wolle und das kannst du zu Stoffen umarbeiten. Aber wir brauchen Wolle, glaube ich, noch, oder? Wolle kriegen wir auch von dem Kaninchen. Ach so. Ich habe auch schon Wolle abgegeben, meine ich. Ja, okay. Und wir haben schon 6-mal Stoff. Also. Das weiße Ei müsste man noch abgeben. Was ist weiß? Haben wir denn inzwischen ein weißes Hühnchen? Ein normales weißes Hühnerei. Haben wir inzwischen ein weißes Hühnchen, ist die Frage. Ja, wir haben ein weißes Hühnchen und es legt auch weiße Eier. Aber ich glaube, man braucht ein großes weißes Ei. Und ich glaube, das haben wir wiederum noch nicht. Hallo? Ja, ein großes Ei. Großes weißes Ei. Ja. Und ein Entenei. Ach nee, wir brauchen bloß noch das. Oder eine große Ziegenmilch. Große Ziegenmilch oder großes Ei braucht man nur noch, ja. Dann haben wir das Ei kommt wahrscheinlich noch, wenn uns das Vieh ein bisschen besser kennt. Und dann brauchen wir halt noch eine Maki-Rolle, Spiegelei und Straußenfarn. Ich muss Thunfisch noch holen. Ich glaube, muss ich Strausen. Früh zum... Jetzt ist Sommer, oder? Ja, ich muss, glaube ich, früh zum Ozean. Dann kann ich den, glaube ich, holen, den Thunfisch. Ja, und im geheimen Wald müsste es jetzt Straußenfarn geben. Im Sommer. Ja, Alter, habt ihr hier viel gepflanzt. Ihr viel gepflanzt. Aha. Ich gehe mal ein bisschen meinen. Guck nochmal nach Iridium machen. Vielleicht können wir dann im Herbst endlich mal. So. Umbauen. Schweinchen kostet 16.000. In der normalen Schicht alle 2 Wochen. Ich soll jetzt noch eine Ziege holen, ja? Die kostet 4.000. Am besten wäre natürlich. Nehme ich da ja Gott sei Dank nicht aus. Am besten wäre ein Umbau im Winter. Wollen wir überhaupt umbauen? Es ist irgendwie auch Schwachsinn, diese ganzen Sprengler aufzugeben, oder? Sag mal Stopp. Stopp. Ratrina. Was? Latrina? Ratrina. So, du hast wieder einen Namen hier. Oh, nein, ich will sie nicht angeln. Ich will Mani nicht angeln. So, und jetzt habe ich eine Ziege geholt. Schaf soll ich nicht mehr holen, richtig? Doch, ich hole auch ein Schaf. Eben. Wolle und Stoff bringt ja auch was. Eine Ziege, also Ziege und Schweine bevorzugen. Aber die noch nicht. Miau. Jetzt habe ich Escape gedrückt. Wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt ist es abgestürzt. Ist okay. Abgehauen. Oh, ich habe eine Sequenz. Mit? Haley. Ey, wenn du die jetzt vor mir heiratest, dann... Hey, du wolltest doch Haley gar nicht haben. Bevor ich meinen Sebastian heirate, dann... Was ist denn das jetzt? Oh, Moment. Jetzt. Es ist ein Wettbewerb, wie im echten Leben auch. Aber dann habt ihr ganz schön hart verloren gegen mich. Um sie echt zu heiraten. Dann habt ihr ganz schön hart gegen mich verloren. Ja, ich finde das so albern. Tatsächlich habe ich Bekannte im Freundeskreis, die mussten unbedingt, nachdem die Hochzeit von dem einen Pärchen feststand, selber noch einen Termin ausmachen, der vor dem einen Pärchen... Hä? Warum? Was? Bekannte. Ich bin nicht mehr mit denen befreundet. Wie kann man so blöd sein? Seit der Aktion. Es war echt so, die haben irgendwie beide relativ zeitgleich einen Heiratsantrag bekommen. Und dann hat die eine irgendwie, die haben dann beschlossen, dass sie im Juli heiraten und dann musste sie unbedingt, hat dann gemeint, ja,
wir wollen es früher machen. Wir machen es schon im Juni oder so. Du hast irgendwie schon so gemerkt, es ist so ein bisschen die Ambition, dass sie früher verheiratet sein wollte. So, und ein Schaf wollten wir noch. Frag mich nicht, warum. Sag mal jemand Stopp. 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 Tatza! Ja, voll sinnlos, Aluna. So. Was mochte denn Marni nochmal? Boah. Das, was Marni mochte? Mhm. Warte. Ui, ich habe ein Iridium-Herz gekriegt. Diamant, Bauernmahlzeit, pinke Torte, Kürbiskuchen. Pinke Torte ist bei mir im Haus in der Truhe auf jeden Fall und ein Diamant haben wir auf jeden Fall. Diamant haben wir mehr als genug. Und Quarz notfalls. Und dann müssen wir Mani da ein bisschen Quarz schenken, damit wir mal an die Unterhosen vom Bürgermeister kommen, die schon seit über einem Jahr da rumliegen. Mach, stimmt, hast recht. Müsste ich auch mal machen. Ja, der Bürgermeister hat auch mit Hermani einen Techtelmächtlichen. Der hat seine Unterhosen dort vergessen vor einem Jahr. Das hat Mani ihm anscheinend nicht erzählt. Vielleicht ist es unordentlich, hat es auch nicht gemerkt. Ich finde auch immer beim Aufräumen irgendwas von irgendwelchen Besuchern. Ja, Hose. Was findest du da so? Du denkst in die richtige Richtung, ja. Dass man die geilere Hochzeit hat, nicht die frühere. Die geilere. Als ob Hochzeiten irgendwie geil wären in irgendeiner Form. Die können schön sein, aber alles andere nicht. Ne, man muss doch mit angeben. Ach scheiße, das war doch letztens, wo ich mit Haley die Sequenz hatte, ist doch mein Spiel jedes Mal. Stimmt. Ach nein, das passiert immer noch. Ja. Ach scheiße. Ich würde sagen, die Sequenz ist im Multiplayer komplett verbuggt. Da muss ich eine andere Frau nehmen. Oh, wieder das ganze Gebaggere. Da können wir die ganzen Sünden auch verbrennen. Und vor allem musst du jetzt meiden, mit ihr aus Versehen diese Sequenz zu erwischen, oder? Ja. Ne, ich kann dir natürlich was richtig Beknacktes schenken. Um sie so runterzubringen, damit du die Sequenz nicht mehr kriegst. Oh. Übrigens kriegt man schneller Honig, wenn man in der Nähe von Pflanzen das Zeug aufstellt, ne? Kann das sein? Das klingt irgendwie logisch. Weil jetzt habe ich irgendwie nach anderthalb Tagen schon wieder einen Honig ernten können. Oder ich probiere über diese Sequenz hinauszukommen. Aber ich glaube, du brauchst die Sequenzen. Ich glaube, du musst die Sequenzen kriegen, damit du die nächsten kriegen kannst. Du musst halt auswählen, glaube ich, bei den höherwertigen Sequenzen. Ich kann mir das schon holen. Ha, ich bin mit Marni schon genug befreundet, um da reinzugehen und die Shorts zu holen. Echt? Ja. Vielleicht auch nochmal angucken. Das ist ein unglaubliches Geschenk, dankeschön. Können wir eigentlich noch irgendwas kaufen? Haus verbessern? Ich kann immer noch mein Haus verbessern. Wir können unsere Werkzeuge noch verbessern, wenn dann. Oh ja, Werkzeuge könnten wir verbessern. Oh, Sebastian ist ja gar nicht da. Wo ist denn Sebastian? Sebastian ist bestimmt am Strand. Jetzt muss ich mal den Bürgermeister finden. Solange ich noch nicht drin bin, kann ich ja nochmal kurz in den Ofen gehen. Da halte ich euch nie auf, quasi. Sebastian, Schatz. Du kannst doch generell rausgehen, wenn du eine rauchen gehen willst. Sonst. Naja. Ich meine, in der Zukunft. Ich meine schon in der Zukunft. So. Ich will nicht mit dir schwimmen gehen, ich will mit dir quatschen. Aber schwimmen gehen ist doch cool. Man kann doch beim Schwimmen gehen ist natürlich sowas, wo ich sage, für ein erstes Date perfekt, weil du bewegst dich, das ist nicht peinlich, wenn du nichts sagst, aber du kannst trotzdem quatschen. Zumindest die meisten Menschen können das. Ich würde nie was schwimmen zu einem ersten Date machen, da ist man halbnackt. Hä? Alter. Ey, wie kann man so ein Problem mit seinem Körper haben? Moment mal, vielleicht habe ich ein Problem mit einem anderen Körper. Ja, aber dann siehst du doch schon alles. Man muss doch nicht schon gleich alle Karten auf den Tisch legen. Man will vielleicht die Gelegenheit haben, was Hübsches anzuziehen oder so. Ebel, schwimmen, da hast du doch was Hübsches an. Was? Beim Schwimmen hast du doch was Hübsches an normalerweise. Nee. Also jetzt mal ernsthaft, wer geht denn schwimmen zum ersten Date? Ja. Am besten noch in die Sauna oder sowas. Nee, mal gleich aber schwimmen. Also, schwimmen zum ersten Date habe ich gemacht. Also zum ersten Date bin ich. Und ist was draus geworden? Kino. In One-Night-Stand am gleichen Tag fand ich schon ganz okay. Ja, siehst du da, sowas wird ein One-Night-Stand, da wird aber nichts Richtiges draus. Du hast sie gefunden, wo? Oh, also dort. Ich habe keine Ahnung, wie sie da hinkommen konnte. Das bleibt zwischen dir und mir, verstanden? Ist klar. Also ich habe sie jetzt abgegeben. Ich weiß nicht, ob das bei euch, dann wahrscheinlich zählt es bei euch nicht, oder? Danke, Luna.
Ich glaube, ich wollte einfach nur widersprechen, auch wenn es ehrlich gesagt so wie sinnlos war. Ich gebe es ja zu. Was? Ja. Edgar, sie hat mich zitiert, hat gemeint, vielleicht habe ich auch Probleme mit dem anderen Körper, / beste Voraussetzungen für ein Date. Stimmt. Deswegen, also ich finde, Schwimmen ist nicht so ein schlechtes erstes Date. Besser als Kino auf jeden Fall. Kino ist Schwachsinn. Kino ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du sitzt nebeneinander, unterhältst dich nicht, guckst dich nicht an und gerade danach nur Tschüss. Gemacht. Wobei du halt bei Kino wiederum den Vorteil hast, dass du kannst dich ja vorher treffen und kannst dich mit dem Typen oder mit dem Mädel halt unterhalten. Und wenn du dann feststellst, dass er scheiße ist, dann ist es auch nicht gar nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie schweigend nebeneinander hockt. Weil dann das ist was anderes, wenn du vorher noch essen gehst oder so, aber nicht nur Kino. Nicht nur Kino. Warte mal, was hat Hallo, das ist der Dr. Eckert von der Schautner. Yeah, it's still a nice game. True word. Dummy. Was? Dr. Eckert von der Schautner hat immer gesagt, du musst ins Kabarett gehen. Da kannst du gucken, ob du an denselben Stellen lachst. Und wenn nicht, dann hast du immer noch einen schönen Abend gehabt. Ja, ist auch eine Sache. Klar. Sag ich gar nichts gegen. Und dann beim zweiten Date hat er gesagt, musst du dort, wo am Wochenende Stau ist, da musst du hinfahren. Dann merkst du nicht, halb, ja, wie der andere tickt und wie der andere austickt. Genau. Also eins meiner besten ersten Dates hatte ich tatsächlich an einem dunklen Straßenrand. Okay. Das klingt jetzt irgendwie falsch, aber und mit dem creep. Hintergrund, den ich sonst noch so von dir weiß, ist das wirklich nicht viel besser. Nein, es war sehr, sehr harmlos gedacht. Wir wollten eigentlich zusammen essen gehen. Und dann war er irgendwie zu spät dran und ich war irgendwie zu spät dran und ich wusste gar nicht genau, wo das ist. Und dann haben wir irgendwie gesagt, wir treffen uns dann quasi irgendwie jetzt so beim nächsten Ort und dann fahren wir zusammen weiter. Und dann habt ihr ein Date im Auto gehabt. Und dann haben wir uns, ich war dann nervös, wenn ich nervös bin, rede ich sehr viel. Und dann haben wir aber dann hat sich das relativ gut eingependelt. Und dann haben wir uns so gut unterhalten, dass uns dann irgendwann, wurde uns dann beim Labern kalt. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und dann saßen wir halt einfach von 8 Uhr abends bis 3 oder 4 Uhr morgens im Auto und haben nur gequatscht. Und dann bin ich heimgefahren und dann ist er heimgefahren. Am dunklen Straßenrand, genau. Am dunklen Straßenrand, ja. Aber es war wirklich, ohne Scheiß, war halt echt cool, weil wir uns wirklich gut verstanden haben. Also, Oh, da kommt schon What the fuck, Lumi. Ja, die Geschichte dazu kam ja jetzt. Aber die Geschichte macht irgendwie nicht so viel besser, also. So. Siehst du, und Aluna meint auch, Schwimmen ist doof, weil man nichts hat, worauf man sich freuen kann, wenn man die Person dann mal auspackt. So. Hä? So ein Bullshit, das... Sorry, aber die Begründung finde ich dämlich. Wieso? Ich finde es schon richtig. Also ich bin mit so vielen Leuten schon schwimmen gegangen und da ging es nicht darum, dass ich mich auf irgendwas freuen muss, wenn ich dich mal auspacke. Ich finde es schon spannend, wenn man so den ersten Sex und sowas hat. Das ist doch was ganz anderes, wenn du schwimmen gehst. Schwimmen gehst ist doch eine ganz andere Umgebung. Ja, aber dann siehst du den Körper ja schon. Du weißt ja schon, was du kriegst. Ja und? Aber anfassen darfst du doch trotzdem nicht. Ja und? Aber du siehst es halt schon. Das ist doch langweilig. Als ob du das sonst nicht sehen würdest, wenn der irgendjemand knapp bekleidet im Sommer irgendwo rumläuft. Genau. Also, das ist doch genau das gleiche in Grün. Ich laufe nicht im Bikini in die Uni. Nee, aber bauchfrei laufen zum Beispiel viele rum im Sommer. Also ich nicht. Ich habe jetzt gerade mein Einzelspielerspiel gestartet. Sehr gut, Felix. Das ist übrigens 12:30, ne? Okay, ja, also komme ich jetzt erstmal nie rein. Doch, du solltest rein. Oder entweder du kommst jetzt direkt rein, damit du schlafen gehen kannst. Oder du wartest halt noch kurz. Ich warte noch kurz. Ich muss eh noch kurz zu Ende angeln. Ja, ich bin nicht so weit weg. Ich will den Fisch noch haben und den Schatz. Na gut, mach du nur. Ich hoffe, in einer Stunde schaffe ich's. So, Lumi, Rico, jetzt musst du mir aber erklären, wofür das Uff war. Für das, bist du meiner Meinung oder bist du Lumis Meinung? Das ist jetzt die Frage, die wichtig ist. Suchst du jetzt Unterstützung, ja? Ich will wissen, ob das Uff jetzt ist das, was ich denke, oder was, dass es gegen mich ist. Das wollte ich jetzt wissen. Es ist gegen mich ist was? Es gibt auch nicht immer nur ein Schwarz-Weiß. Gegen meine Meinung, Entschuldigung. In dem Fall ist ja schon gegen... Also, ich will zu Hause. Gegen mich, ey. Hey, ich musste Haley einfach Leben schenken. Das hast du. Ich habe doch gesagt, gegen meine Meinung. Ich habe mich doch korrigiert. So, ich schlafe. Oh, ich habe eine Sequenz. Oh, eine Sequenz. Eine Hexensequenz. Eine Hexe? Ja. Schatten. Verhext unsere unsere Hasen. Was ist mit Schattenhasen jetzt? Oder was? Hühnchen. Huhn. Ah, ne, Hühner immer, das stimmt. Haben wir jetzt einen Schattenhuhn dann? Ja. Das brauchten wir doch noch irgendwie. Ich glaube nicht mehr. Nee, das brauchst du nicht, aber du kriegst da durch ein Schattenei.